Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Heute werden wir wieder die Angriffskünste von Michael Thal genießen dürfen. Und zwar gegen einen deutschen Gegner, Wolfgang Ullmann, eine deutsche Legende. Viel Spaß damit. Ja, diese Partie ähm, von Thal gegen Ullmann ist relativ kurz. Es ist eine ein Sieg aus der Eröffnung im Prinzip. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich wieder die äh, Angriffskünste von Thal sehen, sehen, wie er da kombiniert und wie er seine Gegner, die Ullmann-Legende, deutscher Großmeister, gestandener Großmeister, sehr erfahrener Spieler, ist es ist einfach unglaublich, wie Thal diese Gegner zerlegt hat. Ullmann, ja wahrscheinlich einer der bekanntesten französischen Spieler aller Zeiten mit, ähm, hat sein Leben lang französisch gespielt. Springer D2, die Tarasch-Variante, C5. Springer F3, da, Läufer B5. Ich glaube, das, das ist, kann man hier alles spielen. Das ist noch alles relativ normal. Da, Läufer D7, Läufer G5, Dame A5 Schach. Greift den Läufer an, deswegen muss Springer C3 kommen. Schlägt. Und jetzt Läufer B4, der Zug macht es jetzt natürlich ein bisschen dynamisch. Ihr seht, hier hängen, es ist ein, der Läufer könnte mal ein Problem haben, auf C3 droht vielleicht was, der Läufer könnte vielleicht mal ein Problem haben. Und aber so einem Taktiker Vital kommt so eine Stellung natürlich entgegen. Was würdet ihr hier spielen als Weißer? Haltet das Video gerne an. Eure natürliche Intuition. Und ich denke, Vital war das hier gar keine Frage. Er hat einfach ja einfach rochiert. Dieser C3, der ist egal. Und ja, was macht Ullmann? Er nimmt jetzt da und schnappt sich den c3. Und jetzt seid ihr dran. Jetzt kommt ähm, der entscheidende, jetzt kommt schon eigentlich der entscheidende Zug dieser ganzen Partie. Damit c3 ist nämlich ein großer Fehler. Und Tal fand jetzt schon den entscheidenden Zug. Und danach muss man natürlich immer noch die Kombination finden. Aber der nächste Zug leitet jetzt im Prinzip die Gewinnkombi schon ein. Und ja, er ist wie immer, ist einfach ein sensationeller Zug. Versucht ihn mal zu finden. Ja, das ist unser Problem. Unser Problem ist jetzt unser Springer hängt. Ne? Unser Springer hängt, wir wollen den, also wenn man den jetzt einfach passiv deckt oder sowas, das wollen wir nicht. Wir haben einen Bauern geopfert, wir wollen das dynamischer spielen. Zur Not würde es auch gehen, weil man natürlich trotzdem Kompensation hat durch das Läuferpaar und ähm, die offenen Linien, Entwicklungsvorsprung. Aber Tal spielt jetzt den viel schöneren und besseren Zug. Sprenger R5. Wir haben Entwicklungsvorsprung, wir wollen Linien öffnen. Und genau das macht Springer R5. Er droht natürlich furchtbar, Springer D6 mit einer ganz fiesen ähm, Gabel. Wenn jetzt Schwarz zum Beispiel den spielt, dann spielen wir einfach Springer D6 Schach. König geht weg und jetzt nehmen wir einfach den, dann hängt der und der Turm, dann muss Schwarz den nehmen. Und ihr seht, wir haben den Bauern zurückgewonnen und Schwarz steht immer noch katastrophal in der Mitte mit seinem König. Und deswegen nimmt Ullmann natürlich den an. Übrigens eine sehr interessante Anekdote, dass. Soll mit einer der Züge sein, wo ein Spieler am längsten überlegt hat, denn es Tal selbst hat überliefert, dass Uhlmann hier eine Stunde und 50 Minuten nachdachte. Eine Stunde und 50 Minuten dachte er nach, er fand aber nichts Besseres, als den zu nehmen, und es gibt auch wenig Besseres. Also der Computer sagt noch sowas wie damit C5, ähm, Springer D6, König F8. Läufer E3, Dame E5, sowas kann man noch ähm, spielen. Weiß steht klar besser, aber ähm, es verliert noch nicht sofort. Ist aber natürlich eine sehr unangenehme Stellung gegen Spieler Vital, mit, der, mit dem König in der Mitte und alle Figuren in der Nähe. Ullmann hat stattdessen angenommen. Es kommt Tommy Einschach natürlich. Läufer E6. Und jetzt seid ihr wieder dran. Was ist denn eigentlich die Idee des Weißen? Wie geht's weiter? Und das ist natürlich jetzt der spannende Punkt. Wenn er das weiß jetzt nicht weiter schafft, anzugreifen, dann wird Schwarz sich fertig entwickeln mit Springer f6 oder Springer e7 und dann kurz auch hier. und dann ist er raus und weiß hat ihn eine ganze Figur geopfert. Was ist hier ein starker Angriffszug? Ich verrate es euch Dame d6. Dame d6 hat viele Ideen. Auf Springer e7 zum Beispiel, was kommt? Solltet ihr sofort sehen oder wenn ihr ein bisschen reinguckt, solltet ihr das auf jeden Fall sehen, was darauf kommt. Der geht natürlich gar nicht, weil Dame E7 einfach matt ist, weil der Springer gefesselt ist. Auf äh, Springer F6 kann man erstmal Turm D1 spielen. Was droht Turm D1? Ist auf den ersten Blick nicht so ganz klar. Wenn jetzt zum Beispiel A6 kommt und jetzt zeige ich es euch, aber man knallt jetzt hier auf e6 rein das ist halt das nächste, der nächste die nächste Idee von Dame d6 dass ich hier diese Möglichkeit habe auf e6 die Qualität zu opfern König f8 und jetzt Läufer c4 droht matt auf f7 und Schwarz kann das schon nicht mehr richtig ähm, decken ja der vielleicht als interessante Idee wenn ich den nehme nimmt Schwarz den aber jetzt habe ich hier Dame d6 Schach König nach wenn G8 geht natürlich nicht, also König E8. Und jetzt kann ich hier auf F6 nehmen. Jetzt drohe ich, droh ich da matt. Nimm wieder, jetzt spiele ich wieder Dame E6. König geht nach F8. Ich nehme den weg. So, ich spiele wieder Dame E6. Schach, König geht nach da. Und ähm, jetzt kann ich auch noch den F5 mitnehmen. Der König geht wieder irgendwo raus. Ja, es gibt jetzt hier noch verschiedene Varianten. Der Computer gibt jetzt hier noch ein paar weitere Schachs. König, König F8, König F6. Und jetzt gewinne ich zum Beispiel da diesen Turm. Also, es ist ein bisschen, ihr seht, diese Varianten sind jetzt ein bisschen fummelig manchmal. Aber es ist natürlich klar, Weiß hat ähm, immer noch seinen Turm weniger. Das heißt, er muss hier was machen. Aber die Dame wird hier auf. Diesen, es gibt halt keinen richtigen Verteidiger. Und zusammen mit diesem Läufer wird es hier Möglichkeiten geben und um diese offene Linie irgendwo mit Schach am Ende diesen Turm abzuholen. Der Computer sagt auf jeden Fall, ist es ist völlig gewonnen. Nur so als. Variante mal. Ich habe unten wieder wie immer die Studie verlinkt, da könnt ihr mal reingucken, Teil gegen Ullmann, ähm, um die ganzen Varianten weiter zu berechnen. Ist es ist schon verständlich, warum Ullmann auch übrigens dann eine Stunde 50 überlegt hat. Er hat natürlich nicht eine Stunde 50 überlegt, ob er den annimmt oder nicht, sondern er hat eine Stunde 50 äh, vor allem daran berechnet, wie es hier weitergeht. Diese Stellung hat er sicherlich im Kopf und er spielt jetzt den besten Zug, A6. Sieht sehr logisch aus, greift diesen Läufer an und was soll denn, wenn Weiß jetzt einfach nur weggeht, dann kommt B5, ich vertreibe den und dann geht der Läufer von mir aus nach B3 oder so. Und jetzt kann sich Schwarz entwickeln, die Festlung ist nicht mehr da. Ah, das ist die Idee von A6, äh, Weiß hier zu befragen mit dieser Festlung. Und wenn Weiß hier nimmt, dann nimmt man natürlich einfach unsere Dame wieder und wir haben eine Figur mehr. Ja, und das ist jetzt der entscheidende, also jetzt geht es weiter mit, das ist der nächste entscheidende Moment, wo Weiß jetzt was zeigen muss und Tal findet hier wieder einen sensationellen Weg den einzigen Weg. Es gibt hier nur einen Weg, um am Vorteil zu kommen. Ähm, ein sensationelles Manöver, was er jetzt spielt. Denn es ist gar nicht jetzt so ein Hauruck-Manöver. Haltet wie immer das Video gerne an und versucht es zu finden. Wenn ihr es findet, dann seid ihr echt gut. Also ich ähm, hätte das nicht gesehen, denke ich. Vielleicht wenn ich lange reingeguckt hätte. Aber diese Idee muss man erstmal finden. Die ist jetzt sehr ungewöhnlich. Und zwar, ich zeige es euch, spielt Tadier Läufer D2... Der Läufer steht ja eigentlich da gut. Was macht dieser Läufer da auf D2? Die Dame, die kann halt ähm, nach D4 oder so geht nicht. Ne? Ich kann die einfach wegnehmen, weil äh, der, beziehungsweise kann ich noch erstmal den Springer nehmen und dann fällt die Dame. Das heißt, die Dame hat kaum richtige Felder. Ähm, ihr seht, wo soll die hin? Die hat so gut wie gar kein Feld. Wenn ich hier nach ähm, F6 gehe, dann kann ich natürlich einfach nach C, dann kann ich auch auf C6 nehmen und gewinne da hinten einen Turm. Und deswegen muss ich ja auch den C6 gedeckt halten. Also damit C2. Macht Sinn. Lässt den C6 gedeckt. Und jetzt kommt aber die Idee von Läufer D2. Die Idee von Läufer D2 war natürlich nicht einfach, die Dame anzugreifen, sondern Läufer B4 zu spielen. Wow, was für ein Manöver in dieser Stellung. Läufer D2, Läufer B4. Ähm, okay, aber was ist denn los? Schwarz kann ja den nehmen. Aber dann kommt natürlich, so also geht es jetzt auch in der Partie weiter: Dame F8-Schach, holt sich da hinten mindestens die Qualität zurück, aber zählt mal durch. Wir haben mittlerweile zwei. Figuren weniger, ne? Zwei Figuren weniger. Das muss man sich auch immer beim Angriff mal überlegen, wie viel man eigentlich schon geopfert hat. Wie geht's weiter? Teil nimmt nicht direkt den, sondern schaltet erstmal einen Schach ein. Warum der Turm? Wir werden den anderen Turm noch hier brauchen. Ne? Deswegen ganz wichtig, hier ist es deutlich besser, den Turm zu nehmen. König C7. Und jetzt nehmen wir erstmal den Turm weg. Und wir sehen, Schwarz bleibt, äh, weiß bleibt im Angriffsmodus. Das ist halt das Wichtige. Schwarz hat jetzt da zwei Figuren für den Turm, aber er kommt da hinten gar nicht raus. Den Springer kann er nicht rausnehmen, weil dann der Turm hängt. Wir sind hier weiter mit der Dame aktiv unterwegs. Und ähm, was kommt? Den kann er natürlich auch nicht nehmen. Dann kommt einfach Dame c8 und äh, Dame d8 und Dame d6 matt. Und äh, ja, Ullmann spielt jetzt hier h6. Bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht hat er irgendwann mal vor, ähm, weiß ich nicht, vielleicht seine Dame nach h7 zu holen, um den Turm zu decken, oder vielleicht auch mal Turm a7 zu spielen. Weiß ich nicht genau, was h6 jetzt. Soll. Was ist der logische nächste weiße Zug? Haltet das Video gerne an. Ganz natürlicher weißer Zug hier. Angriffszug. Tom C1. Ja, läuft D6 kann man auch spielen. Aber Tom ähm, C1 ist natürlich erstmal der Zug, den man auf jeden Fall spielen will. Dame E4. Und jetzt seid ihr wieder dran mit Weiß. Was hat Tal am Ende gemacht? Haltet das Video gerne an, beziehungsweise ihr braucht es gar nicht anhalten. Schreibt es mir in die Kommentare, der Lösungszug, Was hat Tal jetzt hier wohl gespielt? Schreibt es in die Kommentare und lasst gerne einen Daumen da. Ja, ich hoffe, euch hat diese Partie auch wieder Spaß gemacht. Ähm, es gab halt eigentlich diesen entscheidenden, es gab diesen, das waren zwei, drei entscheidende Momente in dieser Partie, um das nochmal Revue passieren zu lassen. Ja, in dieser, das ist der entscheidende Moment und das ist, es gibt halt kritische Momente in Partien. Und das ist so ein kritischer Moment. Hier ist genau die Chance, wo Weiß seinen Bauernopfer und den Entwicklungsvorsprung ausnutzen kann mit Springer L5. Und den muss er aber sehen und vor allem muss er natürlich auch Dame D6 sehen. Und was er eigentlich auch noch sehen muss, ist halt dieses Manöver. Und das ist, ähm, weil sonst geht's nicht weiter. Ja, und das ist, finde ich einfach so sensationell. Dieses Manöver am Ende finde ich sensationell, weil es einfach ruhig ist. Normalerweise vieles ist halt haukrockhaukrock Schach. Und jetzt so ein ruhiges Manöver am Ende, was trotzdem ja noch eine Figur abwartet auf b5, was dann die Partie gewinnt. Wow! Also ich bin immer wieder beeindruckt von Tal. Ich hoffe ja auch. Schreibt die Lösung in die Kommentare hier von der Schlussstellung. Macht's gut, euer Schachpanda, ciao.